Ni hao und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Total War Three Kingdoms. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Ich bin natürlich nicht alleine, der Mr. Merp ist auch noch dabei. Ich grüße dich. Ja, ebenfalls ni hao und herzlich willkommen. Ich habe es jetzt beim letzten Mal endlich geschafft, aus meinem kleinen Bergdorf da rauszukommen. Yes. Yay. Und wir sind schon Feuer und Flamme, hier weiterzumachen. Vor allem bin ich auch mal gespannt, ob ihr Feuer und Flamme seid, denn aus eurer Sicht kommt ja morgen das Spiel, ne, genau? Das müsste jetzt ja, das kann sehr gut, das kann sehr gut sein. Das müsste der vorletzte Part vor Release sein. Ganz genau. Und dann wird auch das hier, also wir müssen erstmal gucken natürlich, ob das Ganze jetzt hier dann so weiterlaufen kann oder ob wir eventuell einen Day One Patch bekommen, der dieses hier unspielbar macht. Wenn es aber nicht unspielbar wird, kann es sein, dass wir das müssen wir uns mal absprechen, wie wir das weiter fortführen. Ne? Also nicht mehr so oft wie jetzt, also täglich schaffen wir nicht. Ja, genau, täglich wird ein bisschen zu viel, ne? Beziehungsweise ich müsste andere Projekte dafür einstampfen, da muss man halt mal gucken. Ne? Ich möchte mal ganz kurz, also Dong Min, was will denn der jetzt mit mir haben? Vasallentum, ach nee, komm. Ja, ja, das will der ja immer, der wird noch ein paar Aber Mal dass kommen. Er das jetzt nochmal will, ne? Der ist ganz schön gierig, der... Der hört ja nie auf, also bei mir hat er das mal schon dreimal gemacht, am Stück so. Ich hab's übrigens Krieg mit Yuan Shao. Wie viele Diplomatie-Nachrichten kriege ich denn jetzt hier? Gongs und Jan hat Yuan Shao den Krieg erklärt, okay. Ja. Yuan Shao hat Zhen Zhang den Krieg erklärt. Dong Min hat Yuan Shu zum Vasallen gemacht. Folgenreiche Abkommen. Friedensvertrag geschlossen zwischen Yuan Shu und Zhang Yan. Okay, dann Yuan Shu hat sich mit Dong Min einem Krieg angeschlossen. Folgenreiche Abkommen. Gesinnung. Krieg geklärt zwischen Yuan Shu und Zerong. Gong Sun Du hat Feng Su den Krieg erklärt. Alter. Dong Min hat Gong Sun Du den Krieg erklärt. Alter. Han Fu hat Yuan Shu den Krieg erklärt. Junge! Dong Min hat Yuan Shu befreit. Was geht denn ab, Alter? Wie soll man denn das noch? Oh Gott, ich müsste mir jetzt eine Mindmap malen oder ein... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, deswegen ignoriere ich solche Informationen in der Regel immer. Ich bin immer Politikwissenschaftler. Ich habe die intrinsische Motivation, sowas verstehen zu wollen, was da gerade passiert. Ja, glaub mir, manche Dinge sind so komplex, dass man erstmal einfach mal es sacken lässt, würde ich einfach mal behaupten. Ja, okay. Ja, ich muss es gleich mal versuchen zu erfassen. Oh, wir haben einen Gelehrten bekommen. Plus 4 List, 10% fraktionsweite Charaktererfahrung. Nur wenn dieser Charakter Premierminister, Erbe oder Fraktionsführer ist, alles klar, das lässt sich einrichten. Weil, as I found out today, das Ding ist, oh Moment mal, aber so kriege ich 5% mehr Einkommen aus allen Quellen, ne? Die legendären Charaktermodelle bekommen zusätzliche Erfahrung halt pro Runde, ne? Wie der Jian Yang. Das ist halt eben so das Ding, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ich könnte ihm jetzt... Ah ne, warte mal, der hat diesen Anhänger hier, schaltet auf, 10% lettet er. Ne, dann nehme ich den nämlich. Das ist nämlich eine feine Sache. Wissen und Entschlossenheit. Schalte den, weil der Auftrag, der bringt mir noch nicht so viel. Genau, nimm's lieber ihn hier. Jetzt könnte ich mal langsam so ein legendäres Reittier bekommen, finde ich. Hä? Mhm. Okay, gut, aber ich bin ja nicht Zau Zau. Der hat ja... Übrigens, ich habe zwei Sachen. Das erste interessiert auch sicherlich dich. Ja, shit. Ich habe rausgefunden, wie man die aktuellen Erfahrungspunkte der Charaktere sieht. Und zwar musst du... Warte, Sekunde, ich rufe das gleich auf, dann okay. Kann ich dir das, dann kann ich das nämlich gleich machen. Ich muss aber ganz kurz hier eine Sache vorlesen. Ah nee, warte, der hatte sich angeschlossen, um die Zukunft zu sein, alles klar. Ja, ich bin im Menü jetzt drin, ja. Also, du musst auf einen Charakter rechtsklicken. Und einfach dann auf die Zahl oben, ne? Okay. Ja, du kannst auch auf die Zahl oder halt auf den Titel Streiter oder Name oder wie auch immer. Also, dann siehst du es halt direkt. Ja. Oh, also, da geht so ein Pop-up auf und ganz oben im Grunde steht aktuelle EP von. Ja. Hätten sie auch woanders hinmachen können. 19.973 von 30.000, ne? Ja. Ist das. Wie viel macht er jetzt pro Runde dann übrigens? Das muss hier eigentlich irgendwo. Nee, wobei, warte mal, was steht denn das? Ist das bei Wissen? Tatsächlich steht das hier nicht so explizit drin.
Aber das sollte hier, glaube ich, irgendwo stehen. Wahrscheinlich übersehe ich es nur. Frühleutnant in Shenyang. Unterhalt. General. General. 10 Wissen ignorieren, also Kampf der Beute, Entschlossenheit, Autorität, schaltet Auftrag frei. Aber wer will denn schon? Okay, gut, das ist egal. Vergessen wir das jetzt einfach mal gerade eine Runde. Wir haben eine Gebäudenachricht in Bohai. Tatsächlich ist es auch übrigens so, dass diese Gebäude sich teilweise selbst reparieren. Habe ich auch rausgefunden. Und, also einfach mit der Zeit quasi. Genau, ja. Okay. Okay, das gab es aber auch in den anderen Total War Teilen. Genau, das gab es auch in anderen Total War Teilen. Ist ja auch so, aber das wird im Tooltip nicht angezeigt. Oh, das wurde aber, glaube ich, nie angezeigt. Auch in den anderen nicht. Ja, das kann gut sein. Also, aber ich finde auf jeden Fall, ist es das was, was in den Tooltip reingehört. Ne? Richtig, es sollte drinstehen, wie lange das dauert, bis es von alleine sich repariert. Das ist richtig. Ein hinterhältiger Diener, das ist bestimmt ein Eunuch, oder? Das ist garantiert einer. Übrigens noch so ein kleiner Hinweis an alle, die bei mir zugucken, nicht irritiert sein. Ich habe heute bei meinem Yuan Shao Let's Play mal vorher die chinesische Sprachausgabe eingestellt. Die habe ich nicht umgestellt. Ach, das ist witzig. Bei mir läuft nämlich jetzt hier gerade eben die chinesische Sprachausgabe deswegen. Das ist lustig. Und die ist echt gut gelungen, wie ich finde. Also ich kann kein Chinesisch, aber es klingt für mich als absoluten Laie unglaublich glaubwürdig. Mm. Mein Alter, was habe ich denn ich hier für krasse Lags mit der Maus? Naja, wie gesagt, das ist noch nicht die fertige Version des Spiels. Ne? So, du musst mir auf jeden Fall noch Jan Men zeigen. Da wird aber noch gebaut. Und in Zhongshan wird auch noch gebaut. Und in Bohai kann ich jetzt noch mal bauen. Ich finde, man muss sich hier recht viel Zeit nehmen, um diese Gebäudekarteien durchzugucken. Weil eigentlich ist es ja so, es soll so Synergieeffekte halt geben, ne? Wie bei Total War Rome 2 und bei TOB und so, ne? Und da müsste man eigentlich hier übrigens 50% mehr Einkommen durch Handel. Hier bekommen wir 100 Einkommen durch Handel. Also sollten wir das dann eigentlich auch ausbauen, um hier weiteren Handel zu bekommen. Wir bekommen dann stattdessen nochmal einen Zusatzbonus hier. Es dauert 4 Runden. Ist auf jeden Fall erstmal besser, als das Hauptgebäude auszubauen, weil das braucht doch erstens viel Geld und zweitens viel Ressourcen. Ich mache aber ganz schön Geld. Das finde ich momentan auch gut. Ja, Gongsun Chan, da muss ich irgendwann, würde ich mir eigentlich ganz gerne diese Provinz da abnehmen. Was ist denn mit dir, mit Liu Yu? Bist du nicht jetzt gerade auch im Krieg mit dem? Ist er nochmal hier, der Liu Yu? Ah, ich habe noch diesen Handel mit ihm, ne? Ja. Ein militärischer Zugang willst du aber auf gar keinen Fall machen. Aber ne, er scheint nicht mit Gongsun Chan im Krieg zu sein. Obwohl ich, ne, hätte ich jetzt mal eben aufgepasst. Doch, hier, da. Mit Dongmin ist er im Krieg, alles klar. Ja, das ist nicht so wild. So, und Gongsun Chan, den fand ich eigentlich ganz knorke. Nicht-Angriffspakte gibt es mit Yuan Shu. Yuan Shu sehe ich aber nirgendwo. Konkret. Der ist rechts von mir auf der Karte. Der ist rechts von dir? Ja, also du siehst ja die Eisenmine, ne? Die ich immer noch nicht habe. Und direkt darunter habe ich jetzt hier Shandang eingenommen. Und direkt rechts daneben ist Yi. Und da sitzt er drin. Oder falls du den Fluss siehst. Ich glaube, ich habe die Karte falsch rum. Okay, siehst du den Fluss? Warte mal, ich muss das mal. Ich werde einfach mal ganz kurz meine Karte Norden. Genau. So, und jetzt sag mir einfach mal die Himmelsrichtung, in welcher der hockt. Also gut, im Osten von Shandang. Oder wenn du den Fluss folgst, also du siehst ja quasi unsere Gebirge, grenzt irgendwann mal im Fluss und dann ist das Gebirge erstmal unterbrochen durch den Fluss. Dann folgst du dem Fluss, im Grunde zwei Komtureien nach rechts und dann oberhalb davon. Okay, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich verstanden habe, was du gesagt hast, aber auf jeden Fall sehe ich, dass er nicht bei mir hier in der Nähe ist.
Das mit den Wegerklärungen, das üben wir ein andermal. Ja, das ist schwierig, wenn man gar nicht sieht, wo jemand ist, ne? Ja, ja, warte mal, so hier da Abkommen aushandeln. So, und dann gibt's mir einfach noch ein bisschen Kohle. Oh, warte mal. Johann Schuh die Untertänigkeit anbieten. Aber das bringt mir überhaupt nichts, der ist viel zu weit weg, da kann ich gar nichts machen. Umzahlung bitten, bitte. Mach mal 500. Da geht doch einiges, ey. Mach mal hier noch ein... Komm, you put a 1 and 2 zeros in front of that. Mach mal hier 1600. Ah, geht nicht ganz. Dann machst du, bitte. 1590. Und das geht. Abkommen. Das klingt aber nach guten Abkommen. Anbieten. So, dann, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, was haben wir noch? Frieden, militärische Zugang, Untertänigkeit anbieten, Unabhängigkeit von Vasallen unterstützen. Liu Dai und Feng Su machen wir noch nicht. Frieden mit Dongmin vielleicht, ist aber eigentlich nicht so sinnig. Dann haben wir hier ganz viel Militärzugänge, die Leute wollen. Ich bitte um Verzeihung, dass ich da noch das ein oder andere Abkommen aushandle, um mir Unsummen an Geld zu sichern, ja? Mhm. Weil, also wenn, jetzt muss ich die ausnehmen wie sonst was. Warte mal. Okay, pass auf, mach mal 1000 hier. Okay, mach 1100. Oh, das geht jetzt schon wieder nicht? Hm, komische Sache. Ach, also irgendwie ist das aber so, bringt es zum Laufen, wenn ich darauf klicke. So, und jetzt hat er die Kohle ausgewählt, ne? Alles klar, dann Abkommen anbieten, nicht Ankommen anbieten. So, dann hier Liu Dai. Verhandeln, Abkommen aushandeln, Handel und Heirat um Zahlung bitten. So, jetzt muss ich einfach nur irgendwie ein bisschen bringt es zum Laufen. Für 714 ist auch okay. Boah, Leute, sorry, aber das ist so cool, um hier Geld zu machen. Das mache ich in meinem eigenen Let's Play auch immer. Ich verstehe das. Na, also, da müsst ihr mir noch ein Momentchen Zeit geben für Umzahlung bitten. Das zeigt ja auch im Grunde eigentlich nur, was du jetzt für diplomatische geile Möglichkeiten hast, ne? Mhm. So, Gongsun Chan, Abkommen aushandeln, auch hier wieder. Oh, der will es aber nicht für Geld machen. Dann hat das für mich auch eigentlich keinen Sinn, weil, also wenn, dann mache ich diese Abkommen nur, wenn ich Kohle dadurch kriege. Die muss ich ja beide einreißen, scheiße. Ich darf zwei Gebäude einreißen, yeah. So, und hier machen wir noch bitte einmal verhandeln, Abkommen aushandeln. Boah, Alter, der gibt mir Kohle, würde ich mal behaupten. Wenn ich jetzt hier sage, bringt es zum Lauf. Ah, nee, nur 900 willst du mir geben? Hm, warte mal, vielleicht hat er noch irgendwas. Nur 900? Das ist die Hälfte von meinem Geld. Scheint nur die Hälfte von seinem Geld zu sein. Aber okay, gut, komm, Abkommen anbieten. Zack. Ja, fand ich auch ein gutes Angebot. So, wie viel Kohle habe ich jetzt? 10.939. Damit können wir da jetzt was anfangen hier. Ich könnte dir Geld schicken, falls du irgendwann mal welches brauchst. Just saying. Oh, ich nehme gerne, weil ich habe da ein, zwei Dinge, die ich ausbauen will. Ja. Mit Zinsen, bitte. Alles klar. Das Gute ist natürlich jetzt mit der Kohle. Ne? Also, der einzige Nachteil an der ganzen Sache ist halt, meine ganzen Nachbarn... die sind jetzt alle hier mit mir, die sind jetzt alle mit mir irgendwie mit dem Nichtangriffspakt, ne, und im Frieden und so. Ich kann gerade nicht großartig weiter expandieren. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, dann kann ich nämlich meine Stadt noch ein bisschen weiter ausbauen. Und bin, was das angeht, noch ein bisschen ungezwungener, ungebundener und so weiter. Ach hier, ich muss auch mal ein paar Aufträge einsetzen, das ist auch noch so eine Sache. Dieses Haus hier, das Gebäude nicht, übrigens, hier haben wir bei mir so ein typisches Beispiel für ein Gebäude, das meine Fraktion niemals benutzen kann. Also zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Also selbst wenn ich Rechtsklick drauf mache, kommt nicht mal ein Gebäudebrowser.
Das kann ich tatsächlich nur abreißen und dafür ein bisschen Geld bekommen. Und das hier will ich auch abreißen. Weil ich habe keine Lust, dass ich jetzt hier noch mehr Bevölkerung verliere. Macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Was ich allerdings als sinnvoller achte. Nee, das hier muss ich ja nicht auch nochmal ändern. Das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich hier mache. Ich sollte das hier abbrechen. Ich mein Geld wieder, wenn ich das abbreche? Ja, ich bekam mein Geld wieder. Das muss ich auch abreißen. Ich mache nämlich jetzt hier keine Nahrung mehr. Weil du ja von den Synergieeffekten gesprochen hast. Das ist richtig. Ich habe bloß bis jetzt immer auf Nahrung gesetzt. Bloß ich mache das jetzt hier nicht mehr mit der Nahrung. Ich möchte hier die Industrie weiter synergetisieren. Deswegen muss ich hier noch mehr abreißen. Kann jetzt aber das hier ausbauen. Wäre sinnvoll. Ich noch mehr Geld machen. Alles, was Geld bringt, ist gut. So. Ich habe aber leider nicht genug Kohle, um jetzt das hier auch noch mehr zu holen. Immer so lustig sagt, wo du fu. Ich verstehe immer so, so, what the fuck, weißt du, wo du fu. Das ist ja noch nicht zweiter Marquis, das ist nicht ganz gut. Ah, und jetzt sehe ich auch endlich mal, was da drin rumsteht. Aber da steht ansonsten nichts drin rum. Und gerade 6.471 durch die Diplomatie eingenommen. Okay, das ist krass. Nur durch Militärzugänge und so ein Gedöns. Das werde ich Nicht nicht super. hinkriegen, weil ich einfach nichts habe, was meine Nachbarinos haben wollen. Oh, die hassen mich vor allem alle, das ist voll schlimm. Dann werden wir hier gleich versuchen, noch ein weiteres Regiment dazu zu quetschen. Und dann laufen wir mal hier bei Hanfu durch und sensen alles südlich weg oder so. Irgendwie sowas. Und die Eisenmine müssen wir auch nochmal plündern. Ich biete dir mal hier was an, ich brauche dringend Geld. Es sei denn, der Merp ist. Es sei denn, der Merp, der will hier unbedingt Die Eisenmine, da renne ich gerade hin, Eisenmine. da renne ich gerade Jetzt hin. löst du jetzt gerade hin? Okay, dann Ich plündere stehe ich schon dich. mittendrin davor im Grunde, ja. Mittendrin davor. Mittendrin schon nur Okay. dabei. Ja. Versuche hier gerade eben ein Item für richtig dick Asche zu verkaufen. Warte mal, wenn ich jetzt hier auf. Das ist echt das Beste, dass es hier diesen Button gibt, dass man es bringt es zum Laufen oder wie auch immer heißt, ne, in der Diplomatie, wenn du halt, dass die KI dir das automatisch dann einstellt, ne, oder das Spiel dir das automatisch einstellt. Das erleichtert so vieles, ey, wenn es das bei Empire gäbe, ne? Das wäre so witzig. Aber auf der anderen Seite könnte man so andere, auf der anderen Seite könnte man manche anderen Dinge nicht machen dann, ne? Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das Diplomatiesystem das Beste ist, das Total War jemals hatte. Ja, Jetzt. warten wir mal ab, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht im Late Game gesehen. Also bisher bin ich. Ich habe Ja, ja das stimmt. heute. Ich habe heute mehrere Stunden mit Cao Cao ja gespielt, ne? Und bin ja da ziemlich geroffelstompt worden von der KI. Ohne dass ich da irgendwie jetzt erkennen konnte, warum das passiert ist. Auf einmal haben mir ja alle Fraktionen den Krieg erklärt. Also, muss ich mir nochmal angucken. Das war ja auch nur so ein Testspiel. Aber es ist auf jeden Fall erstmal deutlich komplexer, was ich gut finde, ne? So mit Vasallen und Unabhängigkeit garantieren und solche Sachen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und es ist ein bisschen, also die Steuerung gefällt mir auch ein bisschen besser im Diplomatie-Menü. Auch dieses schnelle Verträge und so, dass man direkt sieht, mit wem kann man jetzt was handeln. Man muss nicht durch alle einzeln durchklicken, finde ich auch ganz gut. So ein paar andere Sachen will ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Aber ja, also. Oh, der gibt aber auch eine Menge Geld. Du machst auch Diplomatie gerade. Ja, ich verkaufe halt einfach Items gerade eben. Ah ja, okay. Ja, Ich. siehst du. Ah, das wollte ich auch noch machen. Ich habe auch noch Gefolge, was ich verkaufen wollte. Oder warte mal, Gefolge kann ich glaube ich nicht verkaufen, nur Items, ne? Na egal. Ja, das ist. Warte mal. Nee. 1150? Ah, ich hab's genau getroffen, geil. Ja,
Ja, so Leute, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Diplomatie-Simulation heute, ne? Nee, passt schon. Ich hab's ja auch gleich. Nein, überhaupt kein Ding. Ich hab ja eben auch so lange gebraucht, ne? Also wäre so witzig, wenn dann halt sonst gar nichts passieren würde. Das kann aber auch tatsächlich passieren in dem Spiel, dass du da so lange rummachst. Also so ist es, ist so, ist wirklich so. Tatsächlich jetzt fertig. Ich habe jetzt 4.000 tatsächlich mir selber auch zusammengehandelt. Nice. Einfach durchs Verkauf von zwei Items. An Fu will einen Nicht-Angriffspakt. Ich will das Staatsgespräch. Nö, das lehne ich ab. Ich finde, das Spiel gewinnt echt noch ein bisschen an Flair, wenn du diese chinesische Sprachausgabe hast. Ja, wobei da ich kein Chinesisch verstehe. Das macht nichts, die haben dann so Sprechblasen, wo das dann auf Deutsch steht, also wenn du es einstellst. Ah ja, okay. Ich habe übrigens heute rausgefunden, dass dieser Schildwall, diese Testudo, ne? Mhm. Das ergibt sich durch einen Begleiter. Gut, den kannst du dann ausrüsten. Übrigens, ich simuliere gerade eben mehr oder weniger unfreiwillig, was passiert, wenn man zu wenig Nahrung produziert. Wenn man also Minusnahrung macht. Dann senken sich deine Reserven, aber du verlierst noch nicht Bevölkerung. Also die werden tatsächlich die Reserven erst abgebaut. Hm. Finde ich ein cooles System. Okay, warte mal, das war der eine Typ, dann habe ich die Skills von ihm gesehen, war okay. Unterstützung erhalten, noch ein Bauer, mehr Nahrungsproduktion, alles klar. So, dann zeig mir das dann nochmal gerade. Bevölkerungswachstum ist hier echt bei 500.000 ziemlich gut. 391.000, ich habe hier andere Kontoreien. In welchem bist du denn gerade? Hier, ist das hier? Ja, das ist hier. Und das ist Nahrungsproduktion und Nahrungsproduktion durch Aufträge. Ne? Okay, gut, ne, bleib dabei, finde ich, ist eine brauchbare Sache. Du musst mir das nochmal hier gerade zeigen bei den Aufträge wollte ich gar nicht haben. Ich wollte eigentlich hier rekrutieren nach Möglichkeit. Und zwar, ja, das Dumme ist, das ist halt wieder der, das ist halt auch wieder ein Streiter, ne? Das bringt mir halt hier nicht so, das bringt mir halt hier nicht so granatenmäßig viel. Lass immer nur da drin. Vielleicht kannst du mit einem Streiter noch was anfangen. Li Damu geht aber nicht. Aber du gehst mit Wang Dang zusammen mit Jean-Claude Van Dang. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen. Das ich finde es lustig. Sein. Okay, Überlegung. Also ich packe hier noch ein Streiter rein, dann habe ich hier, das wäre auf jeden Fall eine krasse Verteidigungsarmee. Der geht nicht, ne? Das würde ein paar Konflikte heraufbeschwören. Alternativ können wir auch mit dieser Armee hier aufbrechen, wenn die jetzt noch nicht so super stark ist, aber wir könnten uns zumindest so ein bisschen umgucken. Und hier in diese Kleinstadt noch eine Verteidigungsarmee reinstellen. Wobei auch momentan das gar nicht so dringend ist, hier eine Verteidigungsarmee drin zu haben. Ne? Ich verstehe nicht. Ich könnte auf jeden Fall mal hier lang. Ne? Okay, pass auf, lauf mal hier hin. Yuan Shao ist hier. Verstehe das nicht. Und wenn ich dich jetzt in den Gewaltmarsch setze, dann kannst du doch noch ein bisschen weiterlaufen, ne? Einzige, was dieses Gebäude mir hier kommt. Ich gucke mir gerade die Räuberhochburg an. Das ist auch Han. Hey, sag mal, der Han Fu, der ist ja echt überall hier ubiquitär auf dieser Map. Okay, jetzt sag mal, Gebäude wird überall noch gebaut, ne? Boah, er wird nicht von den Steuern befreit. Hat jetzt ein bisschen negative öffentliche Ordnung, ist aber okay.
ist okay. Ist hier bei 100. Alles klar. Ja, das ist leider nur das Gleiche, ne? Das hatten wir eben schon das Problem. Mal nochmal kurz Diplomatie. Ich will noch ein bisschen was. Aber zock sie nicht so hart verkaufen. Ab. Ne? Sonst bitte? Reden sie nicht. Zock sie nicht so hart ab, sonst reden sie nicht mehr mit dir. Ja. Das wäre schon nicht so gut. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Zeug verticken. Das mit Unterstützung handeln. Bitte. Die Zuschauer übrigens, es war ein Spaß. Das passiert tatsächlich nicht. Also zum Beispiel zweimal. Da würdest du mir bestimmt Geld für geben, ne? Klar. Als solches Angebotszeug von klarem Verstand. Bei mir auf keinen Fall. So gut musst du mich jetzt auch kennen. Warte mal, hier mit Hanfu kann ich nochmal handeln. Mit dem vertrage ich mich doch ganz gut. Tretet ein, Freund. Okay, ich trete ein. Einmal bitte handeln. Und 4,5 für Umzahlung bitten. Einfach mal hier 5.000, bringt es zum Laufen. Für 300 nur? Ah, ich brauche jemanden, der mehr Kohle hat, ne? Warte mal. Da muss ich mir jemanden rausholen, der mehr Kohle hat. Darfst doch nicht vergessen, dass denen halt irgendwann mal das Geld auch ausgeht, weißt du? Ja, hier Feng Su, der hat 8.000 irgendwas. Dem verkaufe ich sowas. Das ist immerhin ein seltener Anhänger. Ach, man sieht, glaube ich, wie viel Geld die haben, ne? Ja, genau. Nie drauf geachtet. Was vielleicht ein Fehler ist. Ja, eben, das war auch mein Fehler. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob man das im letzten Teil schon so explizit gesehen hat. Also es könnte sein, dass hier nochmal ein bisschen was gepatcht wurde. So, mein Fraktionsrat erreicht zweiter Marquis, blablabla. Da muss ich erstmal überhaupt hinkommen. Dann gab es Spionagenetzwerk 00, da muss ich erst noch aufsteigen. Aufzeichnungen gönnen wir uns nicht. Reformen laufen eher Auto. Ich kann nichts bauen. Nächste Runde und tschüss, Taco. Und wir suchen uns noch irgendeinen Penner, den wir erobern. Ich habe übrigens gerade eben jetzt hier die perfekte Simulation, was passiert, wenn die Reserven aufgebraucht sind. Ne? Ich mache gerade eben ja Minusnahrung, weil ich meinen einzigen Ort abgerissen habe, der Nahrung produziert. Aber ich verticke gerade eben immer noch Nahrung an das Ackerland von Zhangyang. Das kannst du kündigen übrigens, ne? Das mache ich auch gleich. Ja. Ich wollte es bloß getestet haben. Und bei der einen neu eroberten Stadt, bei Zhangdang, da sind natürlich noch gar keine Reserven da gewesen. Ja. Und jetzt habe ich einen ganz fetten Bevölkerungsverlust von 20.000 pro Runde, die ich verliere, weil ich keine Nahrung dort habe. Also keine Nahrungsreserven. Heftig, ja, heftig. Das ist extrem brutal. Kriegst du auch mal Lust auf die öffentliche Ordnung, ne, oder? Ja, auch wegen minus 20 wegen den mangelnden Reserven. Also das ist auch, jetzt sehen wir mal, was das verursacht. Also man sollte echt gucken, dass die Leute Nahrungsmittel haben, sonst Land unter. Ich brauche noch Reis, Salz, Tee, Getreide, Kupfer. Ich brauche echt viel Zeug, ne. Die Währung in diesem Spiel übrigens von CA wird offiziell als Kupfer bezeichnet. Ach, das ist Kupfer. Ja, okay. Weil es das auch als Ressource in diesem Spiel gibt, tatsächlich. So, du hast Taiyuan eingenommen, sehe ich gerade. Ich habe es gerade eben eingenommen, genau. Insanity cool, Geisen. Weil dann kann ich jetzt auch mit meinem, dann kann ich auch mit Wang Dong, Wang Dang, mit Jean-Claude Wang Dang kann ich dann gleich mal nach Bukai rüberlaufen. Also die Fraktionsloyalität übrigens ist bei 50, ist nämlich so hoch, ansonsten ist sehr, sehr gut bisher. Wenn ich eine vollständige Komturei... Was heißt denn das hier? Auftrag in dieser Komturei, alles klar. Alles klar. Ja. Hier zum Beispiel sehen wir, geht's immer noch runter. Warte mal, ich muss es jetzt kündigen mit der Nahrung. Sonst gehe ich nämlich in die Binsen. Oh, mein Freund. Das wären noch 6 Runden. Das will ich nicht mehr. Er findet das natürlich doof. Ah, das macht mich unglaubwürdig, aber ganz im Ernst. Jetzt ist mir das auch egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, liebe Freunde, wenn wir auch gleich rausfinden, was passiert, wenn man unglaubwürdig ist. Ich sag nur Warhammer 2. Da war das auch einmal so, dass ich total geroffelstompt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Fraktion das war. Aber da war ich noch so nach dem Motto drauf, so, ist ja wie bei
keine Ahnung, ist ja wie bei Medieval hier, da kannst du ja diplomatische Abkommen, kannst du ja alles ignorieren, ne? Dann habe ich dann dreimal ein Abkommen hintereinander ignoriert und auf einmal erklärten mir alle Fraktionen den Krieg. Ich glaube, es war mit den Hochelfen oder irgendwie sowas. Das ist nicht so gut, wenn das passiert, ja. Ja. Ich habe übrigens gerade eben gesehen, wenn ich noch einen Vertrag gekündigt hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt im Untergang geweiht gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen, befürchte ich. Weil dann habe ich nämlich gesehen, dass, also da hätten nämlich auch noch andere Fraktionen mich doof gefunden. Oh, Problem ist, ich mache jetzt minus 74 Kupfer pro Runde, aber das stört nicht. Denn ich kann hier erstmal Sachen wieder aufbauen, um das Ganze jetzt hier wieder umzudrehen. Hast du sonst was auf der hohen Kante oder brauchst du was, dann sagst du mir Bescheid, ne? Aber du hast ja selber ein paar Tausend gehabt, hast du gesagt, ne? Ja, ich mache jetzt auch erstmal wieder Nahrung. Ja, ich habe jetzt noch 4000 auf der hohen Kante. Cool. So, dann Runde beenden. Cool, klar. Warum nicht? Liu Bei will nicht Angriffspakt für Geld. Warte mal, wo ist er nochmal? Das ist der Typ mit dem roten Fähnchen. Ah, ich sehe dich, du bist an diesem Nutztierhof. Alles klar. Komm, nehmen wir es mal an. Er gibt uns Geld für einen Vertrag, also warum nicht? Ach, guck mal, wer jetzt da mein Land angreift. Ach, hör auf. Ah, ne, doch. Interessant. Wang Kuang hat mir den Krieg erklärt. Ich glaube, das Roffelstompen beginnt gerade eben. Koalition, Yan Shu und Cao Cao. Gongsun Du hat Gongsun Jian den Krieg erklärt. Ah ja, interessant. Ja, ja, hat Feng Shu den Krieg erklärt. Dann sehen die halt auch so ähnlich aus, ne? Da haben die beide so ein, ne, lila, die letzte Hoffnung, ne? Da haben die so eine komische Farbe an. Dong Min hat Liao Yo den Krieg erklärt. Wang Kuang hat Zheng Zhang den Krieg erklärt. Das bist du. So, und das da, was ist das denn für eine Armee? Ah, der hat dummerweise noch ein bisschen mehr Inf dabei als ich, aber sein Gen ist ziemlich angeschlagen. Wo bist du denn gerade? Ich könnte ihn auf jeden Fall angreifen. Wen denn? Warte mal kurz. Genau. Ja. Ja, der ist mir nämlich auch ein Dorn im Auge. Den habe ich gerade eben da vertrieben. So, einmal hier beim... Wer ist denn das hier? Hene Ackerland bist du. Ach Gott, da ist ja noch gar kein Gebäude drin. Ist ja komplett zerstört, die verlassene Eisenmine. Da sind nur noch Eisenadern. Ach so, ich muss es erst bauen. Okay. Ich könnte hier nur an Bord eines Schiffes gehen. Ich weiß aber nicht, wie das mit meinem Verschleiß dann aussieht. Warte mal kurz, ich verliere jetzt feindliches Territorium. Ich habe nicht Angriffspakt mit dem. Wie ist das feindlich? Gesagt, ja, es ist einfach ein fremdes Territorium einfach. Charaktere reformen. Also ich habe 12 Stück. 28 werde ich ja dann nächste Runde auch noch kriegen. So, dann lass mal kurz ausrechnen. Das heißt, ich habe safe 3 Runden, die ich jetzt habe, um wieder nach Hause zu laufen, wie Pinocchio. Ne? Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Dann pass auf, dann laufen wir einmal hier hin, damit wir mal gesehen haben, wie schön das hier ist. Yuan Shao ist hier jetzt. Okay. Eine Kaffee, okay. Gut. Ich überlege gerade, also angreifen selbst ist halt nicht die beste Idee für mich. Im Moment... Ich kann versuchen, ihn irgendwie abzufangen. Ich rekrutiere mir mal gerade... Komm, ich rekrutiere mir jetzt mal hier den Heinz Günther da rein. Den Chu Gong. Bestätigen, bitte. So. Ich finde die Stadt eh. Deswegen habe ich gerade eben diesen Bau abgebrochen. Ich habe festgestellt, man kann den Bau abbrechen, auch wenn man gar nicht dran ist. Ja, Moment. Also... Dazu muss man jetzt ja erstmal sagen,
Das ist noch nicht entschieden, ne? Also der hat hier, der hat ja auch eine geschwächte Armee. Nein, nein, ich habe gerade eben einen Bau abgebrochen, obwohl ich nicht dran bin. Also bei Taiyuan oder was? Bei Shangdang da unten. Also es war nur für meine Zuschauer eigentlich gerade. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, das bezieht sich jetzt auf mich. Weil dann könnte ich nämlich jetzt hier den Knallkopf da unten, den könnte ich ja dann doch angreifen. Ne? Ich meine, gut, wir haben da eine etwas geschwächte Inf mit 49 Mann. Ne? Aber attackieren geht trotzdem. Er muss sich ja dann mindestens zurückziehen. Ne? Und ich glaube, das siehst du eigentlich seine Armee? Ja, ja. Ja, du siehst ja, dass die nicht mal mehr halbe Sollstärke hat, ne? Diese 6 Honsel da. Ja, ja, genau. Deswegen greife ich den jetzt auch gleich mal an. Die sind eigentlich Futter. Ich finde es so lustig, Han-Kaiser. Diese Armee ist euch nicht bekannt. Komisch, ich sehe sie aber. Ah, ich kann die erst... Habe ich die nicht jetzt schon dabei? Ich dachte, ich... Nee, doch, jetzt sind sie da, ne? Alles klar. Da komm, da greife ich den Tianfeng mal an. Mhm. Kannst du ihn jetzt einfach platt machen. Soll ich das delegieren? Wenn du... Ich kann ja eh nicht mitkämpfen. Also wenn du es leicht schaffst. Ne? Voraussage ist knapper Sieg. Also... Ich könnte mir den Sieg vielleicht sogar noch ein bisschen ausgiebiger vorstellen, wenn wir das dann selbst mach doch machen. Einfach. Ja, mach doch. Ja. Machen wir das im nächsten Part? Haben das wir machen wir im nächsten Part, genau. Ja. In diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.